Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher 3. Wir haben mit der guten Frau geredet. Wir haben hier Lena, die... Lena war's. Den Trank gegeben und gucken mal, ob sie das überleben wird oder nicht. Ja. Du hast, glaube ich, auch nichts Neues mehr. Leb wohl. Verpiss dich. Gut, dann Plötze. Obwohl, da hinten war ja auch noch ein Auftrag. Nehmen wir den noch mit? Oder machen wir mal ein bisschen Hauptquest? Wir machen mal ein bisschen Hauptquest. Hey. Oh, wer ist das denn? Können wir den von dem Pferd schlagen? Na, normaler Reiter. Beweg dich. Na, dann reiten wir mal los. Ich merke, dass ich mich hier langsam wieder räuspern muss. Nicht so schön. So, einfach mal hier über das Beet drüber. Da ist auch noch ein Auftrag. Da der gerade auf dem Weg liegt, nehmen wir den natürlich direkt mit. Langsamer. Und absteigen. So, fragen wir einfach hier einfach mal freundlich nach. Rodolan. Sei gegrüßt. Ein Hexer. Hast du die Nachricht gelesen? Wegen des Brunnens? Brunnen? Das höre ich zum ersten Mal. Gibt es ein Problem? Ja, darin spukt es. Schon seit über 20 Jahren. 20? Warum hängt dir dann jetzt erst eine Bekanntmachung aus? Weil wir unser Wasser bisher aus dem Fluss geholt haben. Aber seit der Schlacht treiben so viele Leichen darin, dass er verseucht ist. Meine Tochter Hanni ist furchtbar krank davon geworden. Sie behält nichts mehr bei sich und es geht ihr immer schlechter. Die Kräuterfrau meint, dass man Fieber durch Trinken bekämpft. Nicht von Bier oder Wein, sondern von klarem Wasser. Woher soll ich das nehmen, wenn nicht aus dem Brunnen? Aber daraus muss erst der Geist vertrieben werden. Der lässt keinen rankommen. Dieser Geist, beschreibe ihn mir. Tja, er ist furchterregend. Schrecklich. Ich meinte, wie sieht er aus? Er sieht aus wie eine Frau. Direkt aus dem Grab. Mit einem schmutzigen Kleid, lauter Lumpen. Die Haut hängt von den Knochen und sie heult, als ob sie leiden würde. Eine Erscheinung oder vielleicht ein Alb. Wenn du sie nicht verjagst, Meister, wenn du nichts tust, bringt sie meine Tochter um. Ich habe Mitleid, aber das ist doch mein Beruf. Reden wir über meine Belohnung. Stimmt was mit der Bezahlung nicht? Okay, wir können feilschen. Wähle dazu mit der Maus einen Betrag aus und bestätige mit der linken Maustaste. Wenn er gegenüber das Gebot akzeptiert, ist es abgemacht. Wenn deine Forderung so hoch ist, reagiert dein Gegenüber ungehalten. Wenn du es übertreibst, bricht dein Gegenüber die Verhandlungen ab. Hm, interessant. Mal schauen. Okay, Grundbetrag 20. Ja. Können halt maximal 25 rausholen. Ich habe im Leben noch nie so viel Geld gesehen. Okay. Ich habe im Leben noch nie so viel Geld gesehen. Scheinbar kann ich bei dem nicht allzu viel machen. Machen wir 21. Ach komm, scheiß auf den einen Ohren. Gut, dann ist das geklärt. Gut, ich helfe. Wo ist dieser Brunnen? In Hüttel. Das ist ein Dorf auf den Höhenzügen. Jetzt ist es verlassen. Niemand traut sich hin, weil der Geist da ist. Bitte, verscheuche ihn. Okay, dann schauen wir mal. Was ist denn das eigentlich für eine empfohlene Stufe 3? Hm.
Ach nee, das ist das mit dem, ne, Nebenquests. Mehrere Orte. Und der Hexeraufträge ist das jetzt. Okay, empfohlen Stufe 2. Wir sind Stufe 2. Probieren wir das doch mal aus. Das ist hier alles noch untergeteilt. Ja, kann ich das nicht irgendwie dauerhaft auflassen? Ich hätte ganz gerne einen Überblick über all meine Aufträge. Danke. So. Ach, und das ist dann die Kranke. Da sagt keiner was. Gut. Mädchen. Sie hat Fieber, Ohnmachtsanfälle. Ihr geht es schlecht, Meister, sehr schlecht. Da kocht einer was Leckeres. Ah ja, beziehungsweise kocht. Ob es lecker ist, wissen wir nicht. Wir räumen die jetzt erstmal hier komplett aus. Wenn dir schon kein Geld gibst, dann gibst du halt einfach deine Wertsachen her. So, du. Geil. Pferd. Wir haben eine Erscheinung zu bekämpfen. Jetzt wurde wieder über den Typ drüber geritten. Schön. Na dann mal los. Weg. Aus dem Weg, der Hexer kommt. Und hat was zu erledigen. Das ist, glaube ich, echt die Erscheinung, die wir das letzte Mal schon getroffen haben hier, oder? Wenn mich nicht alles täuscht, ja. Der berüchtigte Brunnen. Seltsam, keine Spur von einem Geist. Vielleicht zeigt er sich nur zu bestimmten Zeiten. Suche den Geist. Okay, mit Hilfe der Hexersinne. Da ist doch was. Das Gras um den Brunnen ist versengt. Hier auch wieder. Das Gras um den Brunnen ist versengt. Bisschen Zeug mitnehmen. Das Gras um den Brunnen ist versengt. Aha. Der Körper ist verdorrt. Brandspuren. Es deutet alles auf eine Mittagserscheinung hin. Und ich habe schon wieder vergessen, hier auszumachen. Meine Güte. So. Der Körper ist verdorrt. Brandspuren. Das war die Mittagserscheinung. Gut, also dann lesen wir mal den Eintrag über die Mittagserscheinung. Das ist ein wirksam. Irden ist wirksam. Geisteröl und Mondstaub. In besonders heißen Sommertagen. Die haben wir im ersten Teil schon mal getroffen. Teufel beim Brunnen. Okay, Irden und dann halt mit dem Silberschwert. Schön. Die Mittagserscheinung ist an diesen Ort gebunden, durch einen Gegenstand. Etwas, das sie braucht, bevor sie diese Welt verlässt. Sollen wir das jetzt alles durchsuchen? Na gut. Zack, 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 zack. Eine Puppe. Jetzt hänge ich hier schon wieder irgendwo fest. Da kommen wir, glaube ich, erstmal nicht hin.
Kann ich da irgendwie außen rum? Und dann von hier irgendwie? Nee. Na gut, dann lassen wir das mal so. Aber wir haben es jetzt, glaube ich, auch abgeschlossen. Was haben wir denn hier? Bärenfett. Geld, das ist auch nicht verkehrt. Okay, sonst erstmal nichts mehr. Speichern können wir auch noch mal. Wie gesagt, ich mülle mein Inventar mal wieder voll. Aber dann muss man halt, wenn man irgendwelche Sammelquests hat, eventuell nicht so lange suchen. Hat ja auch seine Vorteile. Bisschen reines Silber mitgenommen. Da können wir, glaube ich, erstmal nichts mehr plündern. Da hinten ist noch was. Alles klar. Vergilbtes Tagebuch. Ein Tagebuch könnte hilfreich sein. Ein Mann mit einem Messer erstochen, starb sofort. Tiere haben ihn gefressen und nur sein Skelett übrig gelassen. Hier ist noch mehr Blut, aber es ist nicht seins. Okay, dann lesen wir mal das Tagebuch. Ach ja, das war der Dolch, den wir aufgenommen haben. Da halt jede Menge anderes Zeug. Zack, zack, zack. Einmal drüber fahren. Und jede Menge. Und wir haben ja 11 von 60. Wir haben ja noch Platz. Noch. Es ist passiert. Volker hat am Gerichtshof in Vizima Beschwerde über alle Missstände gegen den Lehnsherren eingereicht. Er hat all den Schaden angeführt, der uns zugefügt wurde. Wie der Herr Johann tötete, als der sein Haupt nicht schnell genug entblößt hatte. Wie er betrunken unsere Felder zertrampelte und von einer Wiedergutmachung nichts wissen wollte. Wie er bei Peters Hochzeit hereinplatzte und das Recht der ersten Nacht verlangte. Nun bekommen wir endlich, worum wir Melitele so in so vielen Gebeten angefleht haben. Der Richter hat unsere Kümmernisse anerkannt und uns aller Verpflichtungen dem Herrn gegenüber für los und ledig erklärt. Endlich können wir auf eigene Faust wirtschaften. Endlich können wir als freie Menschen leben. Okay, dann der erste Tag in Freiheit und dann der Herr kommt uns besuchen. Und dann wollte der Herr wohl noch mein Angebot verbreiten. Ich denke, das Angebot hat dann darin bestanden, dass er es könnte den Geist der Frau an diesen Ort binden. Ja, dass er den Mann dann oder wahrscheinlich beide umgebracht hat. Schätze ich einfach mal. Gut. Speichern. Gehen wir nochmal raus. Also. Und Grafikfehler. So, das Armband habe ich doch jetzt, oder? Mal gerade schauen. Nö. Also muss ich jetzt das Armband nochmal suchen. Da wäre Pferdchen. Das war das verbrannte Gras. Oder soll ich da reinspringen? Hui!
Okay, scheinbar nicht. Haben wir denn hier unten irgendwas? Jep. Da ist tatsächlich was. Na komm, nimm das mal mit. Also mit dem Tauchen funktioniert nicht wirklich gut. So, dahin schwimmen bitte. Nehmen. Danke. Da ist auch noch was. Ah, das Armband. Also muss man doch reinspringen. Gut. Okay. Hey, noch ein paar Pilze. Wir müssen so einen leckeren Sud kochen. Kommst du da raus? Wohl eher weniger. Okay, dann schauen wir mal. Da können wir auch nicht raus, wie es scheint. Ah. Gut, dass sie nicht mit leeren Händen gekommen ist. Ein Armband mit einer Inschrift. Für Claire von Volker. Das Armband war an einem Armknochen. Wo mag der Rest der Leiche sein? Wir weitersuchen. Eine Leiche? Ich komme nicht ran. Okay. Da unten etwa. Da war doch nichts mehr, oder? Ich sehe zumindest mal nichts. Und genau da hoch kam ich ja nicht. Da kannst nicht hochklettern, kannst vielleicht außen rum schwimmen. Genau, und hier dann mal hoch. Und natürlich Zutaten sammeln. Ganz, ganz wichtig. Danke. Was haben wir denn hier Schönes? Na komm, runter mit dir. Führt das denn jetzt hin? Schwimm mal ein wenig schneller. Ah. Danke. Schema mitgenommen. Wenig Wyvern absud, das ist ja auch lecker. Wir schwimmen jetzt hier erstmal raus. Würde ich sagen. So, wir werden draußen, gehen dann mal schnell an Land. Yep. Gucken, ob wir jetzt gegen die Mittagserscheinung antreten können. Schrägstrich sollen. Ne, hier ist noch was drin. Scheinbar. Yep. Blutflecken. Kaum sichtbar. Hier wurde jemand entlang geschleift. Jemand, der noch lebte. Dann folgen wir mal den Blutflecken. Blutige Handabdrücke. Kleine Hände, die einer Frau. Jemand hat sie rausgeschleift. Sie war verwundet, hat um ihr Leben gekämpft. Niemand in Sicht. Ich könnte immer noch Spuren finden. Unter diesen Bedingungen können Blutspuren jahrzehntelang sichtbar bleiben.
Noch ein Abdruck beim Brunnen. Okay, schauen wir uns den Abdruck nochmal an. Warte, warm. Das haben wir jetzt ja schon erledigt. Blutspuren. Fast verblichen. Aber das Seil ist gerissen. Hier stimmt was nicht. Eine Leiche hängt am Ziehseil. Da ist sie abgeblieben. Die Frau, der das Tagebuch gehört. Das muss sie sein. Breites Becken, schmaler Kiefer, eine Frau. Rund 30, nach den Zähnen zu urteilen. Der linke Arm fehlt. Die Überreste müssen verbrannt werden. Ich brauche aber das Objekt, das sie an diesen Ort bindet. Hat sie das Armband von ihrem Mann getragen? Ist ihr der Arm deshalb abgefallen? Ich muss noch mal nachsehen. Wunderschöne Handwerkskunst. Aber ich muss es mit der Leiche verbrennen, um die Mittagserscheinung zu vertreiben. Am besten in der Nähe des Brunnens. Okay, gut, dann. Ich muss mich auf diesen Kampf vorbereiten. Muss Geisteröl herstellen. Tränke. Ja, oder auch nicht. Und das Armband. Oder halt einfach verbrennen. Hey, ich glaube, es hat geklappt. Wie schmeckt dir das, Silber? Okay, die haut schon mal ganz schön zu, muss ich sagen. Au, geblendet. Uncool. Okay, ich sollte vielleicht ein bisschen mehr in Deckung gehen. Moment, das war der falsche. Halt, Moment. Okay, wir haben tatsächlich, ich dachte, wir hätten wirklich... Mach da mal bitte ein Dings hin. Sehr schön, das hat funktioniert. Sie ist fort. Für immer. Super. So, dann sag mir noch die Trophäe ein. Und werden dann in der nächsten Folge mal zurückkehren und die Belohnung einsacken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.